Herzlich willkommen zurück. Kleine Pause ist durch. Ich bin noch nicht wirklich weiter hier, aber dennoch. Ich wollte jetzt hier mal was probieren. Und zwar ist es so, wir haben gesprochen von einer Maschine. Und zwar einer Maschine, die Kisten sortiert, die Materialien sortiert. Das nehmen wir noch die letzten 32 Hölzer. Machen da das draus. Sehr schlau. Entschuldigung. Bäuerchen. So, jetzt haben wir 7, 8 Kisten. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Eisen haben wir hier in der Nähe. Nee, hier. Nehmen wir mal die 64. Wir bauen ein paar Hopper. Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, wie das ging. Und zwar, was haben wir denn oben? Oben haben wir ja die Ritterburg. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin und bauen uns... Bauen uns was, komm. Und zwar ist es so, hier wollten wir die Kisten haben. Wir machen das mal so. Können wir probieren das mal aus jetzt. So, das ist eine Doppelkiste. Wie ging das schon wieder? Ach Mensch. Muss ich mir kurz überlegen, ein paar Gedanken machen. Dias tun wir weg. Das tun wir weg. Was haben wir noch? Giftige Kartoffel tun wir auch weg. Gunpowder auch. Sehr schön. Also. Jetzt machen wir mal 5 Hopper. So, das wäre das. Das mal so. Und dann, wenn ich richtig im Kopf habe, komm, wir probieren das gleich doppelt aus. So. Dann nochmal 2 Kisten. Das wäre dann so gewesen. Dann müsste man hier hinten dann... Nee, falsch. Und zwar müsste man hier dann das so machen. So ein Kreuz machen irgendwie schon wieder. Bekomme ich das jetzt zusammen? Gute Frage. Moment.
Da sind wir wieder. Gut, also. Da sind wir wieder. Gut, also. Ich habe mir das nochmal überlegt, wie das vorher war oder früher war. Lass mich mal gucken. Wir machen das so. Wir haben das hier. Hier muss ich 3 nach hinten. Dann sollte es eigentlich besser klappen. Aber wie ich schon vorausschauend gesagt habe, ich denke, wir müssen hier noch mehr haben, noch mehr Platz haben. Gut, also, wir haben das so. Da müssen wir dann... Das ist eine recht große Anlage, die wir hier bauen müssen. Auch in die andere Richtung dann natürlich. Also jetzt müssen wir mal Comparators haben und so ein paar Redstone-Dinge. Redstone haben wir. Nehmen wir mit. Und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Repeater. Pressure Plates. Alright, gut, dann müssen wir auch noch ein bisschen Netherquarz haben. Phantommembran. Ich denke, wir müssen bald in den Nether, wenn wir das Lager bauen wollen. Die nehmen wir mit hier und dann das hier noch. Stück. 15 Stück. Stein. So. Also. Machen wir noch mal einen. Probieren Sie jetzt einfach mal aus, ob das so funktioniert. Der Prototyp. Also jetzt weiß ich noch, oder bin ich mir bewusst, wir müssen hier ein bisschen Redstone. Dann brauchen wir noch Fackeln, wir haben noch Fackeln. Würden die dann hier hinkommen? Warte mal kurz. Wenn ich das richtig sehe. Und hier müssten wir dann noch Repeater oder was war das schon wieder? Thank you.
Lass uns mal gucken. War das das schon wieder? Ich bekomme es nicht mehr hin. Ich muss mal gucken. Wieder da. Mann, diese Monster überall. Dann lass uns hier mal gucken, wie weit wir hier noch nach oben bauen können. Kisten haben wir noch. 6 Stück, das ist super. Hopper brauchen wir noch. So. Das wäre so ein bisschen die Maschine dahinter. Ich hoffe jetzt, das funktioniert. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Gut, jetzt nehmen wir mal etwas, was wir nicht sortieren würden. Das wäre Monsterfleisch zum Beispiel. Oder Flint. Nee, Flint. Ja, Flint können wir auch nehmen. Einfach irgendeinen Stein, den wir sicherlich nie brauchen werden. Was haben wir denn hier? Clay. Clay müsste man eigentlich schon einfiltern, aber ich denke mir jetzt, komm, Erde machen wir anders. Wir probieren es jetzt mal mit Erde. So. Wieso geht der jetzt nicht los? Auf der anderen Seite machen wir dasselbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Elf.
Da machen wir einen Cobblestone rein. Und jetzt probieren wir das mal aus. Ob das so funktioniert. Und wenn ja, der flutscht es jetzt alles hier rüber. Hm? Okay, das funktioniert. Ich denke, wir haben ein Problem mit diesen Hoppern. Müssen die nach unten gucken? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum geht das nicht? Das müsste doch jetzt irgendwie funktionabel werden. Sind die da alle hier drin? Aber er macht schon irgendwas. Er macht schon was. Also, lass mich mal überlegen. Es kommt was von oben rein. Karotte geht auch nicht. Warum rennt es durch? So viel Geräusche heute wieder.
Die haben wir eingestellt. Es dürfen ja maximal 45 Stück hier rein. Zack, zack. Dann machen wir hier Redstones. Ja, ich muss mir das nochmal genau überlegen. Also alles landet hier hinten. Deswegen. Muss das verbunden sein? Ich weiß es nicht mehr ganz. Bitte? Wo kommt denn der her? Also ich muss mir das nochmal genau überlegen. Die zeigen schon raus, das ist okay. Sehr schwierig jetzt gerade. Ich habe in Erinnerung, dass es genauso gegangen ist. Die Fackeln hier hinten. So, warte mal. Wir probieren es doch mal. Mensch, lass mich überlegen.
Wir bekommen das schon noch hin. Da müsste das Ganze dann sowieso in die andere Richtung funktionieren. Weil hier die Aussortierkiste müsste da hinten sein, die wir dann wieder transportieren auf die andere Seite. Das ist schon... Redstone und ich, das sind zwei Welten. Die aufeinander prallen. Aber ich bekomme das schon noch hin. Ich muss mir jetzt da nochmal Gedanken zwei machen. Vielleicht noch ein Videos gucken von irgendeinem so YouTuber, der das auch schon gemacht hat. Ah, wir bekommen das schon hin. Aber so sollte ungefähr dann das automatische Lager werden. Aber heute soll es nicht sein. Da schauen wir morgen wieder rein. Hier bei mir, Kuhmann. Ich hoffe, dir gefällt's und... Ja, du bist dabei, wenn es hier halt einfach ein bisschen rumprobieren und rumproben ist. Ich denke mir, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber gemeinsam werden wir zu einem. Bisschen Abbau kommen. Die letzte Minute, die wir noch haben. Das wird ein Riesending. Ich sehe das, ich sehe es jetzt schon kommen. Wenn wir alle Materialien, die uns wichtig sind, einlagern möchten. Obwohl ich denke, das wird sich dann so eher so ein bisschen auf die Standardgeschichten reduzieren. So von der Stockwerkhöhe habe ich noch keinen Plan, wie viele Kisten wir machen werden pro Material. Das muss irgendwie funktionabel werden hier. So können wir uns auch genügend Stein wieder erarbeiten für den Ausbau der Burg. Da werden wir noch einiges an Steinen verbraten. Und wie das hier funktioniert, auch das bekommen wir noch raus. Super. Nächstes Mal vielleicht erfolgreicher mit der Geschichte hier vom automatischen Lager. Bis dann, dein Kuhmann. Tschüss.